Die Menschen in diesem Land glauben euch. Die glauben euch, wenn ihr Versprechungen abgebt. Die glauben euch seit Jahren, dass ihr die Anpassung der Punkte machen wollt. Mich hat heute eine Bürgerin kontaktiert, die gesagt hat, der Landeshauptmann hat bei seinem ersten Wahlkampf, als er Landeshauptmann wurde, bei einem SVP-Sozialausschuss dafür geworben, dass er sich dafür einsetzen wird, diese Punkte endlich anzupassen. Es ist jetzt bald 8 Jahre später, dass die nicht angepasst werden. Ihr habt mir Beschlussanträge hier im Landtag abgelenkt, noch heuer, wo ihr gesagt habt, wir sind schon auf dem Weg, wir machen das. Wir sind schon dabei, du kannst ihn zurückziehen, weil das ist schon auf dem Weg. Ihr lügt die Südtiroler an. Und da brauchen wir uns nicht die Frage zu stellen, warum es Politikverdrossenheit gibt oder warum sich die Leute ekeln. Weil sie satt haben, dass sie angelogen werden. Es ist kein Kasper-Theaterle, wo man vor der Bühne dauernd Versprechungen abgibt und hinter der Bühne dann genau das Gegenteil tut. Seid wenigstens still und versprecht nichts. Die Leute rechnen damit. Die sagen, ich warte mit meinem Gesuch, wenn ihr die Punkte angleichen wollt. Die sagen, ich warte mit dem Umbau, weil im Herbst hat die Landesrätin und die Landesregierung ja gesagt, kommt diese Kubaturerweiterung bzw. der Energiebonus auch außerhalb der Siedlungsgrenzen. Die Leute warten da hart. Seid wenigstens still, wenn ihr es nicht halten wollt. Die orientieren sich an euch. Und was sind das für Antworten, zu sagen, die Ämter haben uns noch nichts vorgelegt? Ja, wer ist denn hier der Chef in diesem Land? Die zuständige Landesregierung und der Landesrat oder das Amt? Das Amt legt so lange nichts vor, solange das Amt auch nicht die Anweisung bekommt, was vorzulegen. Na, ich muss ehrlich sagen, diese Fragen stelle ich nicht aus Jux und Dollerei oder um euch hier vorzuführen. Weil die Leute sich an uns wenden und wirklich fragen, wann ist es soweit? Und ich, bevor ich solche Fragen stelle, versuche ich es ja immer noch mit Anträgen oder auch euch zu fragen, wie weit seid ihr, wann ist es möglich und so weiter. Und ihr sagt uns hier einfach nicht die Wahrheit. Bitte in Zukunft, wenn ihr euch einen Rest an Würde und Glaubwürdigkeit erhalten wollt, versprecht einfach nichts. Seid einfach still und macht keine Ankündigungen, die ihr nicht halten könnt. Das macht man bei kleinen Kindern nicht und das rechnet mit erwachsenen Leuten.